Jo, hallo Lialo, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Jo, heute wieder mit Tobi, weil es gestern ausgefallen ist. Da war mein Verbindungskabel für die Elgato kaputt und ich konnte nichts zur Switch machen. Und ich will im Voraus hier schon mal sagen, dass der Stream heute wahrscheinlich nicht ganz so lang ist wie die anderen, weil es mir heute nicht komplett gut geht und ich deswegen heute ein bisschen kürzer treten will. Ja. Seit dem letzten Mal wieder ein paar Scheinchen gesammelt, ein paar sogar schon genutzt. Sunny und ich haben Stufe 20 erreicht und eine Fähigkeit bekommen. Aber habe ich kein Bild davon gemacht, deswegen habe ich jetzt Yannick und Sunny auch auf 20 ungefähr gebracht. Im Übrigen, weil die nicht im selben Raum sind, aber Palwanda krank ist, kann Yannick einfach mit Sunny eine Reise antreten. Und ich würde mal sagen, ihr zwei geht mal eben kurz in die Kochschule, um Stufe 20 zu erreichen. Und ich verschwinde jetzt aus dem Bild. So, Yannick, was bereitest du zu? Ja, Zani freut sich schon. Und fertig! Das nenne ich mein Meisterwerk! Was ist denn los? Das ist fast schon zu schade zum Essen. Oh, Stufe 21 sogar. So. Widerstarken gelernt. Das ist die Fähigkeit, die ich meinte. Fallen du und ein Freund im Kampf, steht ihr beide wieder auf. Ich hatte es mir nicht mal durchgelesen. Ich habe nur gesehen, ich habe irgendeine Fähigkeit gekriegt. Und habe dann aus Versehen durchgeskippt. Epona und ich bleiben für immer Freunde. Oh, Epona fehlt. Hast du etwa unser Pferd gesucht? Ich hab's nicht verloren, Maxstream. Ich hab's definitiv nicht verloren. Endlose Freunde. Schnauben 2 gelernt. Ein stärkerer Schnauber, der noch mehr Schaden bei Gegnern verursacht. Okay, bei Stufe 40 ist das Schnauben stärker. Reden wir nicht um den heißen Brei herum, du hasst mich. Ich liebe den Nachthimmel. Überleg mal, ohne Schwerkraft würde man da glatt reinstürzen. Ciao, Leute, ich mach einen Abflug. Jetzt übertreibe ich. Aber ich will da hoch, Yannick. Ich wollte halt da hoch. So, eine Sternschnuppe. Wenn man eine Sternschnuppe sieht und sich was wünscht, dann geht der Wunsch in Erfüllung. Was hast du dir gewünscht, Scheiding? Kekse. Wir wären noch besser mit Yannick befreundet. Oh, der Wunsch geht in Erfüllung. Und was war dein Wunsch, Yannick? Ich wäre gerne noch besser mit Akaya befreundet. Och, jetzt bin ich enttäuscht. Aua, das tut weh, Yannick. Mitten ins Herz. Davon mache ich einen Clip und schick das Yannick und frag ihn, warum. Warum tust du mir so weh? Im Übrigen, ich werde denen jetzt nichts zu futtern geben, weil die fast alle schon sich vollgefressen haben. Und ihr seht übrigens, ich habe Spielhallen-Tickets ohne Ende geholt. Ich könnte mir jetzt auch Geld holen, aber ich will damit eigentlich eher Erfahrung farmen für die anderen, damit die so ein bisschen im Level aufholen können. So, wir gehen jetzt erstmal nach Weitgereist zurück, weil letztes Mal haben wir die Puderhöhen abgeschlossen. So hießen die meinen nicht zumindest. Sind jetzt hier die Gesichter weg? Nee. So, wir müssen noch mit dem Koch unterwegs. Wir könnten mit Benheimer unterwegs. Wo willst du eigentlich hin? Also gut, das könnte mir eine große Chance sein. Mit ein bisschen Hilfe kann ich es schaffen. Du bist sehr überzeugt von dir, Ben. Oh. Ja. Das wäre ein Ort, wo ich XP farmen könnte, aber nein, danke. So, hier ist ein Magier. Bist du Harry Potter? Nee. Ich dachte erstmal, du wärst Harry Potter. Hier ist eine Katz. Komischer Typ und das Paludene vom letzten Mal. Ja, dann müssen wir jetzt heute mit dem Koch unterwegs, ne? Guillimero. Nee, die ändere ich vorher noch um.
Ich lese mir gerade übrigens nicht den Text um, weil ich den noch vorher umändern will. Ich kriege übrigens 1000 Gold für seine Quest. Chronik? Journal? Mirollen. Wir nehmen Gabrador mit, oder? Nee, noch besser, wir nehmen Kunstkoch Luigi. Endlich krieg ich mal Luigi seinen Auftritt statt Mario. Na dann komm, Luigi. Hey, du da, alles frisch? Hast du schon mal von Hamburgern gehört? Im Batzengeier isst man diese Dinge angeblich. Ihr Geschmack soll völlig anders sein als alles, was man hier kosten kann. Als Koch muss ich doch mindestens einmal in diese Hamburger essen. Also du verstehst, ich muss nach Watzengeier reisen. Aber ich habe auch ein bisschen Angst davor. Sei so gut und nimm mich dorthin. Ja? Ja. Luigi, deine Quest wird angenommen. Alles klar. Auf geht's. Also ich habe jetzt einen Heiler in meiner Gruppe. Passt. Nö, nee, Balutena. Balutena war ganz in Ordnung in der Gruppe. So, das ist jetzt die andere Gegend, die hier verfügbar ist. Denn let's go. Was zum Geier? Oh, guck mal, da sind ja Bonbons an den Bäumen. Ich war so fasziniert, ich konnte im Moment nicht sprechen. Los geht's. Ist Honey etwa berühmt? Nee. Er ist berühmt dafür, zu spät zu kommen. Wow, Shining, sieh mal da am Horizont. Das sind ja verrückte Himmelsfarben. Was zum Geier, sage ich dann nur. Die frisch an den Bäumen sehen aus wie Süßigkeiten. Tatsächlich, wir sollten sich alle abschlecken. Anscheinend kristallisiert da austretende Haar zu Süßigkeiten. Hier würde ich es länger aushalten. Ja, ich auch. Wenn ich all die Süßigkeiten sehe, ich könnte da Jahre verbringen. So, und jetzt will ich auch noch richtig komische Gegner haben, bitte. Ja, Luigi. Hui! Ein Toast und ein Nasenläufer. Was macht die Nase da? Sie stretcht sich ein bisschen. Oh, sie ist mir gefallen. Okay, ich hab's mir genug angeguckt. Ich wollte nur gucken, was die komische Nase da macht. Mega Blitz auf den Toast. Zangengriff mit Dave. Wen stechen wir ab? Den Toast. Der wird nicht mehr zum Zug kommen. Die Nase, die niest uns doch bestimmt an, oder? Werde es nicht rausfinden. Ja, vielleicht kommen ja noch mal ein paar Nasen. Oh, Sandwiches kriege ich. Oh, das waren 100 verschiedene Arten. So. Meine Hauptgruppe will Zeug haben, ja. Oh, Sunny wäre ein super Kostüm. Ist das eine Power Rangers-Anspielung? Also, es sieht nice aus. Und Sunny hat sich gegönnt. Für 4000. In Rot. Roter Ranger ist Sunny im Einsatz. Und Yannick wäre auch die Superrüstung. Oh, wir kriegen hier die Power Rangers zusammen. So. Wir haben schon einen roten, dann würde ich mal sagen, du bist der gelbe Ranger. So, und Akaya will eine silberne Pfanne. Es sei dir gegönnt. Jetzt kannst du denen noch besser eine überbraten. So, und ich habe irre viel Zeug zum Spachteln. Zum einen Froschsaft. Also, Hauptsache, was ich hier bekommen habe, habe ich von den Tickets, ne? Die Drachenfrucht, HP und MP. Das kriegt Palbanta. Würde ich sagen, aber der ist nicht da. Ja, der hat genauso MP-Probleme. So, den Fall der Honig, da brauchen wir doch gar nicht reden. Also, der gehört mir. So, Kannibalenteam mag nur Exot, also kriegst du ihn. Bratgreifchen mag so gut wie jeder. Darf Yannick haben. Lutschnecken. Unser Koch ist ein Feinschmecker. Matschsaft. Mag ich das? Hochzufrieden, okay.
Alles, was meine Magie steigert, ist gut. Also ich sag mir nur so, wie es ist. Wir haben 21 Tickets. Die kann ich ruhig später aufbauen. So, ich hole mir jetzt erstmal die Tickets von dem hier ab. Beziehungsweise die Bananen oder Bonbons. Hey du, da hör mir mal kurz zu. Wer könnte immer weiterspielen? Ich bin's, der einzige war quizfähig. Wenn es heraus, wo der Schatz ist, wir spielen eine Runde Schatzschieber. Lass uns gleich anfangen. In welcher Kiste steckt der Schatz? Du hast nur eine Chance. Holst du den Preis? Wenn ich doch nur keine Funktion hätte, mit der ich Pause drücken könnte. Okay, wir spielen richtig. Vor allen Dingen, wo es nicht mal schwer ist. Also wäre das richtig schnell gewesen, dann schon eher. Das waren 5 HP-Bananen. Man sieht sich. Kann ich direkt zum Koch? Ja, dann gönnen wir uns das direkt auch. Oh, das sieht lecker aus. Yum, yum. Oh, unglaublich. Diese ungewöhnliche Konsistenz. Die Sahne steht Gourmets vor Rätseln unglaublich. Dieser Geschmack lässt sich nicht in Worte fassen. Weil mir unbeschreiblich. Oh, sei gegrüßt. Ich bin Sanji, der Reis-Gourmet. Ja, den restlichen Text kennen wir. Mysterien-Crepe. Oh, da hätte ich gerade Bock drauf. Auf so ein richtig leckeres Crepe. Da hätte ich wirklich Bock drauf. Los, Dave, reite davon. Hoffentlich kommt der Nasenläufer diesmal zum Zug. Nee, Luigi, du stehst nicht im Weg. Oh, der haut mit der heißen Haue zu, der Luigi. Okay, ist nicht useless. Du machst wenigstens Schaden. Im Gegensatz zu Palutena. Hey, hör mal, Epona. Neulich ist mir beim Stallungsmissen etwas ins Heu ins Auge geraten. Da muss ich direkt heulen. Bad Humor ist wohl nicht so meine Stärke. Ja, Dave, das ist ein Pferd. Erzähl ihm bessere Witze. Wow, nur ein Kampf. Ja, Pal ist wieder gesund. So, Pal, kaum ist Pal wach geworden, will er auch ein schweres Kaliber haben. Jetzt holt er die großen Geschütze raus. Damit er schön wegbomben kann. Das ist ein cooles Gefäß. Eine Plasmaflasche für unseren Paddel. Der in seinem Kleidchen unterwegs ist. 2 Ausflugstickets. Hey. So, die Drachenfrucht, habe ich ja schon gesagt, ist für ein paar Banter reserviert. Oh, der mag die auch. Das ist gut. So. Ja, den duftenden Tee, den magst du. Naja, Hauptsache, du kriegst ein bisschen MP, ne? So, Magie. Sunny. Unglaublich lecker. Okay. Und ich? Ja, ich mag's nicht. Okay, Sunny überzeugt, du darfst Crepe haben. Wenn sie schon so stark schmeckt. So, und ein Sandwich für bei Banta. Okay, dann gehen wir jetzt hier mal nach links. Los geht's. Oh, Schlorms. Ganz komisch angeordnet, oder dann heißen die Schlorm. Okay. Aber sind auch nur Schleime, ne? Pixie! Ja, die Pixie, nein, ganz normal. Ich hab gar nicht gemerkt, dass Pal es gerade abbekommen hat. Ich dachte, Yannick. Was guckst du mich so an? Pam, ist mein Angriff, Pal. Er will von mir angeben. Ich habe mich gerade in deinen Angriff eingemischt und du willst von mir angeben? Ist auch ein komischer Vogel. Aber wenigstens kriege ich Schleimgelee. Dickicht, schlag euch. Ja, wir gehen mal durchs Dickicht. Oh,
Hat's nicht An- und Nasenläufer. So, ich will mir das verbesserte Schnauben sehen. Na, erster Beistand. Schnauben 2, auch wenn es die wahrscheinlich wegkriegt. Ja, das war ein richtig starker Angriff. Aus irgendwelchen Gründen konnte ich gerade nicht anständig beschleunigen. Ich habe B gehalten, aber es ist nichts passiert. Oh, ein Brief. Von Sherpa. 3 Ausflugstickets. Super. Ein Notfall. Nein, wer ist jetzt krank? Akaya, okay, das ist nicht weiter schlimm. So, Sunny. Sunny hat ein Geschenk für mich. Was hast du für mich gekauft? Was gibt mir der Teufel? Ein Parfümfläschchen. Schick, schick. Naja, meine Freude hält sich in Grenzen. Halt nicht viel vom Parfüm. Eine fürstliche Portion Erfahrung wäre aber verfügbar. Brauchst du eine Superrobe für mich? Wetten, es wird das MP-Bonbon? Nein, ich krieg zuerst mal eine Superrobe. Okay, damit können wir arbeiten. Nein, ich muss gleich die Farbe ändern. Geld! Komm, ich will wissen, wie viel Erfahrung das ist. So, der auf dem niedrigsten Stand kriegt das. Beziehungsweise ich bevorzuge in dem Punkt Exos. 5700! Direkt 2 Level. Mega-Heilung gelernt. Göttliches Licht spendet große Menge AP. Okay, da spiele ich noch. Ich versuche noch ein paar Mal die 40. Portion zu bekommen. Und zur Not kriege ich Geld. Also ist beides akzeptabel. Und nochmal Erfahrung. Wer ist gerade auf dem niedrigsten Stand? 4 Leute. Der Auserwählte ist Maxtreme, weil der noch gar nichts bekommen hat. 11.000! Okay, ich glaube, bei 40 sind es einfach generell 2 Level. Tanztherapie gelernt. Stell mit eleganten Tanzschritten ein paar AP wieder her. Okay, er kann uns auch heilen. Irgendwie kann die Hälfte der Charaktere ab der Hälfte des Spiels heilen. Und ich habe jetzt nicht viele Ausflugstickets. Aber erstmal, das Allerwichtigste. Wir wollen nämlich natürlich eine blaue Robe anhaben. So, jetzt haben wir den blauen, den gelben und den roten Ranger. Jetzt brauchen wir nur noch den schwarzen. Ich habe gar nicht bemerkt, dass ich die nicht aus dem Zimmer rausgetan habe. Oh, eine Sternschuppe. Sowas wünscht sich bei Banta. Er will auch mit Yannick befreundet sein. Ach, und mit ihm willst du auch? Aber bei mir sagst du, willst du mit Akaya besser befreundet sein. Du bist ein dreckiger Yannick. Ja, Ponga, lass uns was besorgen. Oh, 2 Hot Dogs. Hot Dogs sind auch immer gut. Stufe 17, teilen. So, jetzt haben die beiden wieder starken. Yannick hat sein Portemonnaie vergessen. Und er will natürlich alles haben, was existiert. Yannick, ich bin keine Bank. Aber dieses Gebiet, das finde ich bisher wirklich am interessantesten, weil das so richtig cool gestaltet ist. Flagglische, da fällt doch bestimmt einer von uns in ein Loch, oder? Nee, da können wir graben. Grab, 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 grab. Nicht gefunden. Hab keinen Bock mehr. Lässig. Da finde ich immer noch gut, Update. Also, hab keinen Bock mehr. Voll lässig. So, ist Sunny genauso lästig? Nee, der ist ja eigentlich so ein Aktiver, ne? Oder? Nee, der ist verträumt. Weitergraben! Lutsch! Boah, hat der eine Menge Gold hier ausgegraben. 500 Gold! Okay. Nicht so viel, aber man kann mitarbeiten. Bei Nacht sieht die Ebene auch cool aus. Ich lutsche einen Süßkram. In der Hoffnung, dass die leben. Rum. Ich will sie kämpfen sehen. Okay, der schlägt mich. Der piekst mich. Er tat es mit der Nase. Oh, die wackelt dafür. Nein. So, was macht der Nasenläufer? In ihn reinrennen. Okay. Sowas wollte ich sehen.
Alle Mann auf den Pilz, nachdem ich nach B-Bananen gefuttert habe. Piekser der Strafe. Und er ist auch tot. Ganz schade, dass die Nase nicht genießt hat. Aber wenigstens kamen sie zum Angriff. Und der Kaya geht's besser. Schwemm will eine Rose werden. Du liegst noch weit hinterher, also darfst. Natürlich in Rot. Oh, es ging auch in Lila. Da weiter nach links. Ich glaube, heute kommt nur was zum Geier dran. Er will das Honey. Oh, den zweiten duftenden Tee. Oh, Yannick soll für Luigi Modell stehen. Moment, da ist da was in meiner Tasche. Es war ein AP-Banane drin oder ein Brief. Von wem? Von Dave. Eine AP-Banane macht den Sieg zwar nicht einfacher, aber wahrscheinlicher. Hier hast du eine, dein Dave. Nett von Dave, Paul eine HP-Banane zu schenken, aber wo hast du sie dir hergeklaut? Ich bin Luigi, ja, das bist du. Was zum Geier hat echt viele Abzweigungen. Oh, du bringst bestimmt richtig viel HP, ein Rabläugen, aber dafür kriegt man dich kaum kaputt, höchstwahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob Buffen was bringt, aber ich mache es mal. So, alle drei gebufft. Und ich hau mit Megafeuer drauf. Ja, der nimmt kaum Schaden. Zack. Los, hilf ihn. Kinderspiel. So, wie viel Erfahrung bringt ein Rabloy? 2000 für jeden. Level up für Yannick. Okay, hier können rare Viecher auftauchen. Hey, Polan, lass mich dir ein Geheimnis verraten. Und zwar? Ach, nö, doch nicht. Ich verrate keine Geheimnisse. Bei mir sind sie auch alle Ewigkeit sicher. Schwenk kriegt ein Blatt. Wenn ich mir schon eine Waffe umsonst holen kann, so, mit so einer hohen Wahrscheinlichkeit, dann gönne ich auch. Und wieder rennt er rein. Och, der Nasenläufer kann doch niesen. Wenigstens haben sie ihren Job erfüllt und haben genießt. So, Paul will auch endlich ein Panzer in der Superklasse werden. Power Ranger Paul im Einsatz. Ja. Der schwarze Ranger ist angekommen. Okay, Schweden. Er will ein V werden. V-Schwen ist da, in Rot. Ja, Exo wird es doch noch gegönnt. Super, Exo. Komm und zeig dich. Jetzt haben wir den weißen Ranger. Und ich sehe es schon kommen, dass das ätzend wird. Oh, Pfirsich-Chili. Nee, ich will sehen, was die können. Und ich will die AP-Banane verbessern, unter anderem. Oh, alle helfen Yannick bei seinem Wirbelhieb? Nee, Doppelhieb. Zwei sind schon mal weg. Bom. Okay, nee, Mann, nichts Besonderes. Das sind einfach nur viele. Wie verdutzt der eine guckt. Schön, dass Paul mittlerweile keine HP-MP-Probleme mehr hat, wollte ich sagen. Ein bisschen mehr Jelly habe ich schon erwartet. Oh, ich bin Goldstück in Luigis Augen. Gönnen wir uns erstmal eine Waffe. Hui! Paul hat ein Level Up. So, wo bleibt meine Waffe? Der Metzelpiekser. Sunny, was hast du denn für einen coolen Piekser? Oh, der sah auf dem Bild gerade eben ein bisschen größer aus.
1300 Leute. Der HP-Steuer macht 420 und der MP 180, auch wenn ich die eh nie nutze. So, Akaya will eine Halloween-Uniform. Er will sich für Halloween schmücken. Ja, Halloween-Koch Akaya ist bereit. Wir lassen das mal in Orange wegen Kürbis. Und Sven will ein Stechpalmenblatt. Ick. Stechpalmen mag ich so gar nicht. Okay, wir haben jetzt eine richtig hohe Chance auf fürstliche Portion Erfahrung. Wir nutzen jetzt hier all unsere Tickets. Und nutzen das einfach, um unsere restliche Crew ein bisschen zu leveln. Beispielsweise gebe ich diese XP jetzt Exos. Alle heilen gelernt, um Hülle dein Team mit Licht, um HP wiederherzustellen. Und wenn es mal die Ausflugstickets werden, ist auch nicht weiter schlimm. Hauptsache es wird nicht das graue Ding. So, Sven darf aufholen. Blumenblick gelernt. Ich muss einmal kurz gucken. Ah, okay, es stellt HP wieder her. Hab mal eben kurz in den Stream nachhinein reingeschaut. Super Blume, Sven ist bereit für den Griech. Wir haben schon was Rotes, also nehmen wir es in Grün. So, letztes Ticket. Komm, Erfahrung! Jawollo. So, dann kann Pade wenigstens auch aufholen. Er hat wenigstens auch zwei Level bekommen. Im Gegensatz zu den anderen. Pall? Pall will Streit haben. Sag ich doch. Und jetzt ist das Fass übergelaufen und Zani hasst ihn. Level für mich. Mega-Explosion gelernt. Versuche eine große Explosion, die alle Gegner verbrennt. Okay, jetzt sind die Gegner RIP. Spätestens jetzt sterben die. So, Technik Magie. Mega-Explosion. Zeit, sie wegzusprengen. Neue Technik. Mega-Explosion. Fast 100. An allen. Also das Schnauben ist trotzdem noch stärker. Aber auch nur, weil das auch so ein Mega-Angriff ist und der sich auf Magie bezieht. Also nur deswegen macht er bei mir so extrem Schaden. Oder es gibt 1080 der Kampf. Dann könnte ich die anderen auch ein bisschen leveln. Wir haben einen Tarnpanzer 2 erhalten. Och, Pal. Jetzt bist du so ein pixeliger Panzer. Aber warst du gerade so ein cooler Ranger-Panzer. Und dann legst du es einfach ab. Oh, ein Raketenprojektil. Pal will komplett eskalieren. Dann bomb mal alle weg. Hauptsache, du bombst uns nicht. Ich kann dir nichts ausgeben, aber ich kann ja mal gucken. So, Akaya will jetzt auch ein Superheld werden. Unser Pade will eine giftige Probe. Ich muss mir übrigens merken, dass die 5000 wert ist. Und er möchte ein Prinz werden, unser Mirko. Du willst ein Prinz vor dem Helden werden? Oder hattest du das Helden-Outfit schon? Du stehst nie im Weg, Luigi. Bitte auch MP-Bonbons. Nein, nochmal drei weitere AP-Bananen. Ist jetzt übrigens schön, wenn die was gekauft haben wollen. Ach nö, wer ist jetzt krank? Ach so, Sven ist krank. Oh, die beiden da oben wollen sich schon wieder vertragen. Ich wünsche, da käme auch mal so ein Bildschirm, wo der sagt, nee, deine Entschuldigung nehme ich nie an oder irgendwas in der Art. Er will Zora nachhelfen, er will einen Keyblade haben. Ein Schlüsselschwert. Ich weiß, es steht Stab, aber es ist trotzdem eindeutig eine Kingdom Hearts Anspielung. Die Waffe. Also. Warum zum Geier bin ich jetzt in einem Wald? Was zum Geier? Jetzt habe ich auch mal auf dem Botspiel rumgerackt. Hui! Hoffentlich geht alles gut aus. Wo sind wir? Wir waren doch gerade noch auf freiem Feld. Und jetzt sind wir plötzlich in diesem Wald? Diese Gegend ist wirklich seltsam. Was zum Geier? Die machen sich auch über die Gegend lustig wie ich. Och, direkt wieder am Streiten.
Wollt ihr uns vereinbaren? Ihr habt euch doch gerade etwas und jetzt hasst ihr euch gegenseitig. Das ist doch ein schlechter Witz. Ey Leute, wenn es jetzt hier schon so viele Abzweigungen gibt, dann wenigstens hier weniger. Okay, hier geht's zur Wüste. Ich komme hier gleich nochmal hin zurück. Dann geht's oben bestimmt zu der einen Truhe, die gerade eben zu sehen war. Ein bisschen weniger Abzweigungen bitte. Wenn schon so viele Ebenen sind. Du hast echt hier wohl weg, Palbanda. Warum das denn? Du nimmst die erpeteten Bananen des Teams, ohne lange nachzudenken. Heilung hat immer Vorrang. Es macht dir nichts aus, dich hinter Mitkämpfern zu verstecken. Ich will mir ja nicht wehtun. So gelassen wäre ich auch gerne. Aha, Ball. Das merkt man sich. Och, nö. Okay. Ultra, Ultra und Ultra und ich versuche die anderen beiden wegzusprengen. Vorausgesetzt, Paul ist nicht vorher tot. Erster Beistand, Rechen 2. Rache für Balbanta. Okay, es ist weg. Darf ich ihn jetzt wiederbeleben? Danke. Teufelstörtchen. Es gibt bestimmt irgendwann noch eine heftigere Version von der Furie. Och, Mann. Ich will keine Abzweigung mehr. Ich will nicht mit dem Spiel durchkommen. Daugummi 2. Okay, ich muss hier nur einmal nochmal durch. Je weniger, desto besser. Ah, ihr Vertrag durch? Okay. Sunny? Was? Ich finde, wir sollten uns wieder vertragen. Ja, denke ich auch. Ich hätte es mal durchgelassen, weil wir das noch nie von beiden Seiten gleichzeitig hatten. Oh, 3 Spielscheine. Ich darf wieder zocken. Die werde ich bei der nächstbesten Gelegenheit verballern. Ich bin eifersüchtig. So kenne ich Sunny. Kann auch sein, dass ich mir die Freundschaft zu Pall über die Tickets hole, offscreen. Weil ich mach nicht mehr lang. Oh, Kiste. 2300 Gold. Das war wahrscheinlich alles, oder? Ja, einfach nur 2300 Gold. Na gut, zumindest Taschengeld. War schön, dass wir jetzt auf einmal in der Wüste sind. Uff, es ist heiß hier. Erste süße Felder, dann ein kühler Wald. Und jetzt plötzlich diese Wüste. Wieder einmal macht die Gegend ihren Namen. Alle Ehre. Meine Begeisterung fürs Seltsame hat aber auch so ihre Grenzen. Was kommt als nächstes? Man könnte wenigstens Warnschilder aufstellen. Stimmt. Man könnte ja auch so ein paar Felder hinstellen, so nach dem Motto: Achtung, als nächstes kommt Wüste. Ah, dieses Event habe ich vermisst, wo Zaddy sich auf den Kaktus setzt. Und er wird geheilt. Ich erinnere mich, dass mir das wehgetan hat. Okay, die Kaktusse heißen Beknacktus. Das gefällt mir, das Wortspiel. Warum liegt jeder gerade woanders hin? Nee, mach den anderen Piekser, der ist viel besser. Nee. Aber die rollen nur normal auf einen zu, die Beknacktusse. Habe ich gesehen. Dafür halten die ein bisschen was aus. Oh, HP-Sauger habe ich auch schon ewig lang nicht gesehen. Macht er halt nur, wenn er wenig HP hat. Den anderen Sauger macht er, wenn er wenig MP hat. Deswegen brauche ich das Halli eigentlich im Normalfall nicht heilen, weil er sich selber heilt. Sunny hat zwar ein Level-Up bekommen, aber keine Technik. ...1350 Leute. 440 und sonst nichts. Okay.
Och, wer ist jetzt schon wieder krank? Also, das Bild, das kriege ich heute wirklich gefühlt alle 20 Minuten, ne? Schön hat ein Geschenk für dich gekauft. Und da bin ich immer gespannt, was die eigentlich gekauft haben. Ein präparierter Blaufalter. Oh, Dave mag sowas. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, jetzt habe ich 9500. Jetzt kann ich einen ruhig gönnen. Wen von euch gönne ich? Wer hat am ehesten nötig? Ich würde mal sagen, Mixtream hat am ehesten nötig. Los, wer zum Prinzen? Ja! Ich habe ihn in der normalen Prinzen-Kluft gerade gelassen, oder? Nee, noch nicht mal. Okay, die Wüste scheint nicht so lang zu sein. Oh, der Pinsel ist Luigi abgebrochen. Zwei Wege, toll. Oh, Silberglyphen. Zeig, was ihr könnt. Okay, sie schlagen mir einfach nur ins Gesicht. Und dafür tröstet mich Sunny. Ich hab's immer nötig, dass man mich tröstet. Ich esse so lange AP-Bananen, bis sie sich verbessert haben. Oh. Sunny tanzt mit der Glyphe. Oh, die tanzt richtig interessant. Schade, dass wir nicht mehr davon sehen. Och, wieso, wieso? Ich will nicht. Zum Glück hat er mich wenigstens nicht gegen die Kaktusse geschossen. Dann wäre ich richtig sauer auf Pall. Dann müsste ich nicht mehr raten. Also ich stehe gerne im Modell für dich. Hallo, Janik. Level 20, aber keine Fähigkeit. Kann vielleicht dauern, bis die nächste Fähigkeit kommt. Oh, der Mumie. Mumienfleisch will man doch gar nicht essen. Ich will gleich einmal reinhören, was für ein Hintergrund-Theme eigentlich die Ebene hier hat. Ja, komm. Ich will den Keyblade-Nutzer hier sehen. Exo ist bereit, bei Kingdom Hearts mitzumachen. Oh, die Spieler sind gerade gut für Gelb. Das schwarze Katana, endlich. Als ob es mir gegönnt würde. Was habt ihr denn gedacht, Leute? So, schwarzes Katana für Yannick. Endlich kriegt er es auch mal. Er selber kauft es nicht, aber wenigstens gewinnen wir es ihm. So, noch einmal den Weg lang. Wir müssen den unteren Weg. Ich gucke danach, ob danach hier das Ende vom Bad zum Geier kommt. Nach dem Quizfreak da hinten. Schön, dass er hier übrigens zweimal war. Riesenwaffe für Pall. Hier kommt die Mega-Rakete. Bam. Oh. Oh. Luigi hat Sunny scharfe Speise gefüttert. Das kann er also auch. Gut, dass wir nicht auf Luigi wütend werden können, ne? Oh, hier war eine große Kiste mit einer Geisterrobe für mich. Die sieht cool aus. Aber ich fand die Power Ranger-Rüstung viel cooler. So, bitte noch eine Kiste. Dann war das die nützlichste Ebene von allen. Okay. Mit Knochenkeks. Hm. Kekse. 120 AP-Bananen gefordert. Ja, endlich. Jetzt mal... Und dann nur so eine schwache Aufbesserung. Na gut, für die anderen ist es eine Vollheilung. Erst bei 160 Mann sie sich höher. Ich sollte echt viele AP-Bananen futtern. Oh, Palp probiert mal eine Frisur aus. Sieht bestimmt hammermäßig aus. Fancy. Ich muss mich gerade zurückhalten. Weil das überhaupt nicht zum Bad passt. Okay, alles ausgeglichen und super Kluft und eine großzügige Portion Erfahrung. Ja komm, ich baller hier die letzten beiden Tickets jetzt raus. Weg damit. So, und wie gesagt, Pall und ich, wir nutzen die Tickets, weil das am meisten Sinn macht. Oh, ins Museum. Haben wir schon mal ein Museum?
Ich glaube, einmal. Ey, guck mal, die Statue hier. Sieht die nicht aus wie im Extrem? Ich hab's geschafft, ich hab davon einen Screenshot gemacht. Wahnsinn, wie aus dem Gesicht geschnitten. In Überraschung, die Statue bin ich. Prinz McStream im Museum. So, ich hoffe einfach mal, dass nach dem Wüste der Bot kommt. Ich bin sehr begeistert auf dich, ne? Okay, erkennst du das erste Mi-Vorhang auf? Okay, lass uns gleich anfangen. Drei Fragen. Okay, Mies erkennen. Frage 1. Hallo, Sunny. Das war easy. Nochmal, Sunny. Sunny. Sunny will ein bisschen Screentime. So, und jetzt nochmal, Sunny. Okay, Sunny wollte wirklich nur ein bisschen Screentime. Da war einfach das komplette Quiz, der Sunny. Das fand ich jetzt gut. So, bitte, der Boss. Danke, ich glaube, hier war der ungefähr. Oh, da ist nochmal eine andere, was zum Geier-Ebene. Okay, wenn hier jetzt nicht der Boss kommt, ist das die letzte Ebene. Für heute. Da ist ein Hamburger. Das soll dieser berühmte Hamburger sein? Na, dann hauen wir rein. Der sieht lecker aus. Ich versuche gerade zu analysieren, woraus dieser Burger alles besteht. Also er besteht aus einer Gurke, eine Tomate, natürlich das Burgerfleisch, Käse kann ich noch erkennen, aber woraus besteht die Zunge? Soll das vielleicht Ketchup sein? Das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was die Zunge darstellen soll. Ich hau jetzt erstmal eine Mega-Explosion rein, um die Toast wegzubraten. Die Gamer-Tiere legen los und ich werde gebufft. Oh, Janik. Nein, der Hamburger hat Pall gefressen. Hier, Pallbande sofort wieder her. Bam. Ja, endlich macht er das süße Geflüster. Das war ja klar, Pallbande hat gerade gefuttert. Ihr seht jetzt übrigens mal, dass Sunny scharfe Speise von Luigi kriegt. So, jetzt kann ich mega Feuer auf ihn draufhauen. Oh, wenn ich auch noch gebufft bin. Oh. Ach, bei dem Thema Buff, da fällt mir ein, ich hätte Yannick buffen können. Ich gebe sogar noch an. 326. Um Gottes Willen. Alle wollen Pall wieder haben. So, erstmal Yannick heilen. Danach mir MP geben. Sunny darf auch ein bisschen haben. So. Ultron. Nee, Sunny, du kriegst nichts, weil bei dir bringt es nichts. Du bist nützlicher, wenn du deine Techniken einsetzt. Hau drauf! Der Bürger ist tot. Axolotl, bitte ein Foto davon, wie Palbanta gefressen wurde. Na, das war ja eine schöne Überraschung. Der leckere Burger hätte fast uns verputzt. Ach, hätte ich mir gar nicht erst so große Hoffnung machen sollen. Naja, die Sache ist gegessen. Hier ist ein kleines Dankeschön für deine Hilfe. 1000 Gold, danke für das Taschengeld. Übrigens, hast du schon mal vom dunkleren Fürsten Kai gehört? Ach, der. Naja, über den hat man nur allerlei Gerüchte. Aber ich habe nie richtig hingehört. Tut mir leid. Okay. Irgendwer wird schon mehr für uns haben. In der Stadt weit gereist.
kommen, bitte, Axolotl. Ein richtig geiles Foto. Ich bin Axolotl, der Wanderfotograf. Bitte, bitte, bitte. Bitte, eins vom gefressenen Pal. Ja! Ich will die Technik dahinter verstehen. Das ist zu gut. Das schicke ich ihm gleich. So, mal gucken, ob irgendwer noch was Schönes haben will. Nein. So, ein Hamburger. Erhöht die Anger von den Abwehr. Ich sehe jetzt bei dir eine posttraumatische Belastungsstörung aus. Lass ich den Hamburger essen, den ich gerade eben essen wollte. So, ein Sandwich hatte Akai als einziger noch nicht. So, Leute, und dann sind wir hier auch schon für heute fertig. Schade, man sieht kein Theme für Mats und Geier. War auf jeden Fall ein interessanter Stream heute. Heute mal ein bisschen kürzer auf jeden Fall. Ich hoffe, dass jeder Spaß beim Zusehen hatte. Wenn ja, Abo und ein Like auf YouTube da lassen. Follow auf Twitch. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder.